mich schon einmal so gesehen. Eine Firma meinte, wir haben neue Produkte, wir schicken ihnen die gerne zu. Zack. Also ich habe komplett auf das Zeugs reagiert und das war definitiv nichts für mich. Also ich habe richtig so einen Ausschlag hier gekriegt, so richtig so fette Pickel. Krass, also das habe ich jetzt nicht erwartet. So, es ist jetzt relativ früh, Sal ist auch schon wach. Es ist an einem Sonntag und alle schlafen noch, außer wir beiden. Und ich werde jetzt Tee aufsetzen. Ja, und dafür muss ich den alten Tee natürlich erstmal wegschütten. Und dann kommen hier neue Teebeutel rein, 5 Stück. Und dann wird das wieder mit Wasser aufgegossen heißen und dann darf es ein bisschen ziehen. So, ich nehme übrigens an einem Abnehmenprogramm teil. Ich zeige euch gleich auch nochmal meinen Motivationskalender. Und das heißt, ich habe jetzt die nächsten 3 Tage Flüssigernährung. Das wird ein bisschen schwierig. Deswegen heute haben wir Sonntag und gerade auf dem Sonntag, wo man immer so frühstücken geht und so weiter, habe ich jetzt einen Drink aus Bananen, Apfel, Kakao, Milch, Chia, Kokossaft und Spirulina. Genau, und dann nach 2-3 Stunden, ich glaube 2 Stunden, kommt dann der nächste Drink und das jetzt über die nächsten 3 Tage. Es ist eigentlich gut auszuhalten, aber manchmal möchte man auch einfach mal was Festes haben. Und ich zeige euch jetzt mal den aktuellen Stand von meinem Gewicht. Wir erinnern uns, ich wog nach der Geburt von Sade 97 Kilo. Genau, ich habe mich am 18. jetzt hier einmal gewogen und hier wog ich 77,7. August 18. Genau, also ihr seht, es hat schon sich ein bisschen was getan, ein bisschen mehr. Und wenn wir dann hier nochmal zurückblicken, so zum Beispiel in den April. Ich hatte eine lange Zeit echt Stillstand. Ich glaube, der Stillstand war von so 3 Monaten. Und es hat sich erst langsam ein bisschen was getan, aber es hat sich was getan. Und das ist die Hauptsache. Schaut mal, Juni, Juli. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich nehme immer nur 1 Kilo pro Monat ab. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das langfristigere Abnehmen, wenn man langsam abnimmt und nicht so jetzt 20 Kilo in 2 Monaten. Ich glaube, die hast du ganz schnell wieder drauf, Juju-Effekt. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich zeige euch nachher mein Körperbild im Spiegel. Es ist mittlerweile 11 Uhr. Ich habe hier noch einen Frittiertopf, den habe ich jetzt. Einen Frittiertopf, was willst du denn damit machen? I tell you. Ich habe hier noch einige Kartoffeln und bei uns ist es eigentlich sehr üblich, dass wir auch gerne Pommes und Kartoffelchips zum Frühstück essen und die bereite ich jetzt vor. Ich hatte mir mal vor 100 Jahren den Nicer Dicer gekauft und der hat halt so einen Aufsatz und mit dem funktioniert das sehr gut. Das heißt, ich schäle gleich die Kartoffeln und dann gehe ich hier einmal so und dann werden das sozusagen dünne Kartoffelchips. Noch so ein Schutzteil, womit man das besser greifen kann, aber wo das jetzt ist, weiß ich nicht mehr. So sehen die dann aus und jetzt kommt ihr einfach in das Frittierfett. Dann habt ihr echt geile Chips. So, dann hatte ich mir gestern noch Honig neu geholt, unsere war alle, der ist von B&U, den fülle ich dann hier einmal rein. Dann haben wir hier noch ein bisschen Pasta und natürlich die anderen Vorrichtungen hier, so Käse. Ich zeige euch das gleich nochmal, wenn ich fertig bin. So, und das sind dann hier die Kartoffelchips. Wartet. Mhm. So sieht mein Tisch jetzt fertig aus. Wir haben hier einmal Eier, Brot natürlich, Käse, bla bla bla. Käse, Käse. Das ist eine Art Tomatenaufstrich, Olivenaufstrich. Oliven in Mais eingelegt. Frischkäse, Tomaten, die Chips, Honig, Marmelade, Milchhonig, nee, Milch, Marmelade. Die Chips, genau. Also im Großen und Ganzen so sieht das so ein typisch türkisches Frühstück aus. Ich hatte hier noch ein bisschen Fisch über. Ich mache mir gerade Gedanken, ob die Kreten da nicht irgendwas machen sollten. Oh Gott. Aber sie isst es auf jeden Fall. Es ist nicht unsere Katze, es ist eine Katze, die hier immer rumschwirrt, aber die kommt sehr gerne immer zu uns. Ob das hier heute noch drauf sorgen soll, Leute. Ey. Was? Damit schon mal so ein Blut.
Was ist das? Ha, na Jagd machen, ja. Ha. Ha. Ja, ich komme nicht dazu, euch die Mathe zu erklären, mache ich dann nachher. Ich spiele hier nämlich gerade mit Hamza ein Autospiel. Abduschen, abwaschen. Achso, ja, Rolle, Entschuldigung. Ich habe ein neues Wassermalbuch gekauft, so kann sie jetzt wenigstens nicht mehr überall alles vollmalen und denkt trotzdem, dass sie es ausmalt. Ah, ich bin so schlau. Ja, mal, mein Schatz. Runter von meiner Matte. Runter von meiner Matte. Ich zeige euch nochmal meine Matte. Oh. Ich hatte euch, glaube ich, das schon mal auf Instagram gezeigt. Ich bekomme nach 3 Monaten immer noch Anfragen zu der Pranamat Eco. Deswegen zeige ich euch das jetzt hier nochmal, weil dann kann ich immer direkt auf mein Video verweisen. Was ist die Pranamat Eco? Meine kleine Maus schläft. Ich hoffe, sie wacht jetzt nicht auf. Ich habe nämlich jetzt auch noch meine, übrigens mich fertig gemacht, Tische fehlt noch. Habe meine Massagematte mit hochgenommen. Ich habe die eigentlich immer unten. Das Kopfteil und das Fußteil, es gibt insgesamt 3 Teile davon. Das Kopfteil und das Fußteil müssten im Büro sein. Genau, weil ich muss mich zwischendurch immer mal hinlegen. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz, wie ich das Rückenteil für mich am besten benutze. Wenn ich nämlich gleichzeitig meine Beine so angewinkelt hochlage, am besten auf einer Couch oder so, dann kann ich ein bisschen mehr Druck auf den Rücken ausüben. Es reicht eigentlich auch ohne, aber ich mache es sehr gerne so. Und dann solltet ihr mindestens 15 Minuten drauf liegen. Ich lege mich dann sehr gerne nach der Arbeit, wenn ich dann nach Hause komme. Ich habe heftigste Rückenschmerzen aufgrund des Volumens meiner Brust und ich sitze den ganzen Tag im Büro. Ich habe sehr oft Kopfschmerzen. Oh, dieses Teil, ich kann es euch nicht erklären. Es regt die Durchblutung an. Es ist übrigens auch super für Zellulite geeignet. Also da werde ich demnächst dann auch mal in die Beine übergehen, weil es einfach Sauerstoff in die Zellen transportiert. Und es macht eigentlich ganz viele Dinge, Leute. Ich habe noch nie ein Produkt beworben, wovon ich wirklich so viel positive Resonanz bekommen habe. Ich glaube, jemand hat mir sogar mal geschickt, dass sogar die Kitty da drauf liegt, also die Katze von denen. Das war richtig geil. Es ist einfach mega entspannt, Leute. Es wird wehtun, ich sag's euch jetzt schon. Aber danach, ne? Danach, das Gefühl ist, als würdet ihr aus einer einstündigen Massage kommen. Promise. Und ihr merkt direkt eine Erleichterung. Also die Schmerzen sind bei mir zum größten Teil dann weg und ich spüre einfach Wärme und, also, wie soll ich es ausdrücken? Ein Hauch von Leichtigkeit, versteht ihr? Oh, genau. Ich habe übrigens Julia auch eins zugeschickt gehabt, weil ich wusste, sie mag sowas definitiv und sie ist begeistert davon. Also wie gesagt, wenn ich abends nach Hause komme, liege ich die meiste Zeit immer hier drauf und das Kopfteil ist auch super. Es ist qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertig. Qualität hat wirklich seinen Preis. Und wenn ihr hier mal reinschaut, zeige ich euch auch nochmal. Dann sind hier zum Beispiel Kokosfasern drin. Schaut mal. Also es ist super, super natürlich, weil ihr müsst auch drauf bedenken, ihr müsst bedenken, ihr liegt mit nacktem Körper drauf. Auch die Materialien, die hier drauf sind, die sollten sich natürlich nicht abnutzen. Und der Kunststoff, der geht ja auch ein bisschen in die Haut. Also es piekst, sollte natürlich auch keine Schadstoffe haben. Und deswegen ist für mich Pranamat Eco die beste Lösung. Wirklich, probiert es einfach mal aus. Dieses Produkt gehört definitiv zu dem Produkt, was man sich einmal kauft und sehr, sehr, sehr lange benutzen kann. Ja, der Preis ist ein bisschen höher, aber ich habe wieder einen Rabattcode. Der letzte ist, glaube ich, 3 Monate her. Den Code füge ich euch in die Infobox rein. Da könnt ihr auf jeden Fall mal Infos zu der Pranamat euch holen. Genau. So, jetzt gehe ich mal runter und schaue, was die Kiddies so machen. Und die Hose ist mir jetzt mittlerweile zu locker. Die rutscht einfach nur noch. Das ist natürlich ein super schönes Gefühl, muss ich sagen. Ja, hammergeil. Aber es sieht nicht mehr schön aus, sagen wir so. Ich glaube, hier sieht man es einfach besser. Genau. So, Sade schläft übrigens. Genau, ich habe sie schlafen gelegt und dann habe ich mich fertig gemacht. Und dann ist alles draußen mit Daddy.
Ich hatte zwischenzeitlich übrigens den Mega-Haarausfall. Das seht ihr auch immer hier. Hier kommen so extrem viele Babyhaare gerade. Und es sieht immer aus, als wäre ich nicht dahergerichtet. Ich hatte ein riesen Eisenproblem, Leute. Und ich habe jetzt vom Arzt so ein Eisenpräparat bekommen. Und seitdem ist es definitiv gestoppt. Also ich hatte zwischenzeitlich eine Kurkuma-Pause gemacht. Aber habe jetzt wieder angefangen. Aber ich denke mal schon, dass es am Eisen liegt, weil ich hatte, glaube ich, einen Eisenwert von 6 oder so. Das ist schon relativ wenig. Genau, muss dann einmal am Tag so einen Drink trinken. Aber der hat extrem meine Zähne verfärbt. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich versuche das jetzt irgendwie so zu trinken, dass das Zeug nicht in Berührung mit meinen Zähnen kommt. Das braune Rezept findet ihr übrigens bei mir auf Instagram. Das ist das, was wir auch im Eisladen immer gemacht haben. Da braucht ihr auf jeden Fall Schattenmorellen. Ja, ich glaube, so hieß das, ne? Wischne für. Ich habe hier noch gefrorene Wischne. Und die braucht ihr dafür auf jeden Fall. Und Schokolade natürlich. Ich hatte keine Schokolade mehr da und habe gerade welche bestellt. Die sollte dann auch gleich kommen. Ja. Ne, hier lang. Ich werde jetzt Hamza schlafen legen. Sara hat schon Mittagsschlaf gemacht. Jetzt ist Hamza dran, ne? Genau. Mach mal zu. Mach mal zu, mein Schatz. Nee, zu. Ach, und eben habe ich gerade die Info erhalten, dass wir am 1., 2. oder 3.9. umziehen sollen. Wer es glaubt, witzig. Ich war vor kurzem da, das sah da aus wie Müllhalde. Wenn die das jetzt noch bis dahin hinkriegen, dann Hut ab. Aber ich glaube eher nicht. So, ich habe jetzt den Brownie im Ofen. Echtzeit eigentlich 10 Minuten, mit Kindern eine Stunde. Ja, der eine klettert auf den Tisch, der andere auf den Stuhl, der andere schreit, der andere was weiß ich was. So, in einer Stunde habe ich es jetzt geschafft, den Kuchen, den Brownie in den Backofen zu schmeißen. Wie gesagt, das Rezept gibt es auf Instagram, Ebro Ergenet, in den Highlights. Lecker. So, Sami ist gerade für diese Stühle hier, diese Noppen besorgen gegangen, von unten. Immer wenn wir diese Stühle so ziehen, guck mal, wie laut das ist. Ich weiß zwar nicht, ob es das dann verhindern wird, aber das ist schon ultra, ultra nervig. Ich weiß nicht, ob er das erkennen kann. Hamza malt gerade mit dem Stift die Tür an. Gut, dass da nur Wasser drin ist. Wer mich auf Instagram fleißig verfolgt, der weiß, dass Sara letztens alles in der Wohnung bemalt hatte. Sara verfolgt die Katze. Wir sind jetzt hier noch, es ist kurz nach 8, noch mal ein bisschen im Garten. Genießen den Sonntagabend. Da haben wir übrigens die Katze, die letztens verloren gegangen ist, und die Nachbarin ist einfach in unser Haus rein und hat die Katze gesucht. Und da ist mein Mann ausgeflippt. Die ist dann einfach morgens hier rein und mein Mann lag da auf der Couch um 7 und hat die Katze gesucht. Das geht natürlich gar nicht. Genau, auf jeden Fall ist sie hier das Gerüst runtergeflogen und hatte dann auch leider Nasenbluten und so, aber jetzt geht sie wieder gut. So, haben sie auch jetzt schon weg. Ich war schon voll so. Wisst ihr, für einen Elternteil ist es auch nicht einfach, sein Kind dann abzugeben. Da wir auch noch nicht umgezogen sind und keinen Kindergarten haben, ist es als berufstätige Mutter herzzerreißend. Auf jeden Fall meinte meine Schwiegermutter, ja, er hat jetzt geweint, jetzt kommen sie doch zurück. Ja, irgendwie freue ich mich jetzt wieder. Schaut mal meinen Ausschlag, seht ihr das? Oh, ganz schlimm. Ich werde da jetzt direkt Propolis 20%, dass das ein bisschen über Nacht dann, ja, das hinterlässt ein bisschen gelbe Flecken, aber es ist so das Wirksamste. Boah, übel, ey. Übel. Gut, ich würde jetzt sagen, ich beende das Video, weil die müssten jeden Moment eintreffen. Ich muss jetzt noch die Betten machen. Boah, Leute, schaut mal. Also das Zeug habe ich echt nicht vertragen. Genau, ich muss jetzt noch Betten machen. Wir haben jetzt kurz vor 12. Spülmaschine läuft, Sade schläft. Genau. Dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Tschüss.